Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe ja schon das Unboxing gemacht zu meiner Temu-Bestellung. Ich muss mal gucken, Frauchen schreibt gerade, weil wir müssen nämlich gleich die Kleine holen. Weil meine Frau zwingt mich ja dazu, einen Fahrradhelm zu tragen. Weil wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen, sagt sie. Und wir wollen ja, dass die Kleine ein Fahrradhelm trägt. Sie holt sich auch noch ein Fahrradhelm. Und da habe ich mir überlegt, was passt denn? So ein neumodernes Ding, das passt nicht zu mir. So ein buntes Ding oder auch wenn es grau ist mit diesen Löchern drin und so stromlinienförmig, das passt nicht zu mir. Ich bin nicht stromlinienförmig. Und so fahre ich auch nicht Fahrrad. Und auch zu meinem Stil passt das nicht und zu meinem Fahrrad schon ja nicht. Ich habe ja, mein Fahrrad heißt der Roter Baron, das ist von Feld. Die haben sehr geile Beach Cruisers damals gemacht, die wurden dann verkauft. Jetzt machen sie, glaube ich, nur noch BMX, aber die haben auch für Damen, haben die richtig schöne Beach Cruiser gemacht, so mit Donuts oder Flower, so alle komplett in rosa oder so. Oder auch Hello Kitty hatten sie immer, nee, das war eine andere Firma, die mit Hello Kitty, wo sie Hello Kitty auf dem Reifen stand. Ey, richtig schick. Ja, aber jedenfalls habe ich mir überlegt, was passt denn da? Wenn das Fahrrad Roter Baron heißt. Ja, eine Pickelhaube. Aber Pickelhaube habe ich bei Amazon und überall anders, wo ich geguckt habe, nur als Faschingskostüm gefunden. Eine lederne oder eine Stoff, alles Mögliche. Aber kein Fahrradhelm. Aber ich habe... Warte mal kurz. So, da bin ich wieder. Wir haben schnell die Kleine geholt. Die spielen jetzt oben. Ich kann auch schnell das Video beenden. So, jedenfalls. Oh, stehen geblieben. Ja, jedenfalls, mein Fahrrad ist von Feld, der Rote Baron. Die haben auch ganz schöne Frauenfahrräder gehabt. Flower und wie sie alle hießen. So mit Blumen drauf und so. Richtig schöne Beachcruiser. Leider machen die jetzt nur noch BMX. Und da habe ich mir überlegt, was passt denn? Mensch, Katha, geh mal hier rüber. Hier hin, da hin. So. Was passt denn da am besten dazu? Und ich habe geguckt nach Pickelhaube, aber Pickelhaube haben sie nur für Fasching oder aus Stoff oder so. Das ist ja kein Fahrradhelm. Da habe ich das nächste genommen. Weil ein Kumpel mir gesagt hat, hol dir das gleiche, was ich für Moped habe. So. So. Und zwar ist das mein Fahrradhelm. Ich bin ja nicht gewöhnt, dass unten drunter was hängt. Ja. Sitzt gut. Wackelt nicht. Ein bisschen halt. Soll ja auch nicht zu eng drauf sitzen. Ich muss meine Ohrringe hier rausmachen und mein Ohr. So. Muss ich mal gucken, dass ich das hier noch ein bisschen nach unten verschoben kriege. So. Ah. Aber, achso, ich kann es nur nach links und rechts machen. Das ist schon so. Austariert. Moment. Groß hat da rumgeklimpert. Ja, das sieht dann halt so aus. Ich habe mich dafür entschieden, dass er halt klarsicht ist, also so Klavierlack. Den gibt es auch in matt und dann gibt es den auch noch mit so Leder drumrum und dann so Doppeltleder mit so einer Brille hier vorne drauf, aber das sieht dann zu sehr bikermäßig aus. Und weil ich den ja für das Fahrrad nehmen will. Down, Dot, V, nee, M, F, M, V, S, S, No, 218. Ja. Und somit habe ich jetzt einen Fahrradhelm. Ich hätte lieber eine Pickelhaube gehabt, so blau. So, da gibt es ja auch verschiedene. Gibt es ja mit Bommel oben drum von denen, die beim Luftschiff drin waren.
Dann gibt es ja die normale Pickelhaube mit Spitze. Was gab es noch? Und dann gab es noch mit so einem flachen, so, sieht ein bisschen aus wie eine Sanduhr. Gab es ja verschiedene. Sowas hätte ich eher gerne gehabt, weil hätte zum Roten Baron besser gepasst, aber ja, besser als so ein Stino-Fahrradhelm, würde ich sagen. Ich habe auch noch was bei Temu gesehen, das werde ich mir als nächstes bestellen. Das ist so ein Totenkopf, den man an die Wand machen kann mit so einem Draht. Ja, da kann ich den oben raufsetzen. Ja, also für Mützen. Kann ich mir mehrere holen für meine ganzen Mützen. Aber da kommt der dann rauf und dann hat der im Mund hat er so einen Haken. Und da kann man einen Schlüssel ranhängen. Den werde ich mir auch noch holen. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Ja. Also kleiner hätte er jetzt nicht sein dürfen. Weil wie gesagt, ich habe ja Größe 61 und ich habe 59, 60 genommen. Ist ein bisschen Luft ist, also dass er nicht so eng sitzt, weil ich mag es auch nicht, wenn er dann zu eng sitzt. Das ist ja auch Kacke. Mit dem roten Pinöpel hier ist ganz gut, dass man daran stellen kann. Ich kann den auch hier unten dann noch ein bisschen enger stellen. Oder weiter stellen. Ich muss mal nochmal aufsetzen. In die richtige Richtung. So. Und dann kann ich mit gutem Beispiel vorangehen. Muss nur gerade gucken, wo er zugeht. So. So. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Jetzt habe ich unten ein bisschen locker gemacht, hier an der Seite ein bisschen verschoben. Jetzt ist besser. Jo. Und hier kriege ich auch noch was hier für die Bänder. Da will ich jetzt noch nicht so viel verraten. Da will ich auch noch was zeigen können demnächst. Ja, aber ich find's gut. Mal gucken, was meine Frau sagt. Na, besser als so ein Stino-Fahrradhelm, würde ich sagen. Oder muss ich ja noch weiter runter? Nö. Es ist halt doof, wenn man sich nur über die Kamera sieht. Aber ich denke mal, der sitzt gut. Passt zu mir, finde ich. Könnt ihr ja gerne mal in Kommentare schreiben. Und ich finde es halt gut hier mit dem Aufmachen. Hier ist so ein rotes Bändchen, dann kannst du einfach schnell erreichen. Also nicht so mit so einem Klick und so. So ein rotes Bändchen, zack, und auf ist, brauchst du nur dran ziehen. Ja, also Not aus sozusagen. Das ist auch komplett Metall, das Ding hier. Ja, und wenn man es dann aufmachen will, zack. Und den hatte ich mir halt bei Amazon schon angeguckt. Aber bei Amazon ist er vom Preis so hochgegangen. Der war mal da hoch für 29 und so zu haben. Der ist dann auf bis zu 79 hochgegangen. Und dann gibt es ja auch noch welche mit Flammen und mit Totenköpfen drauf und so. Richtig, oh, sehen auch richtig cool aus. Passt aber dann wiederum nicht zu meinem roten Baron. Und deswegen habe ich mich für die schlichte, glänzende Variante entschieden. Ich habe mich, wenn ich jetzt so sehe, mit den Fingerabdrücken, ich hätte mal doch lieber matt nehmen sollen. Matt wäre vielleicht doch noch ein bisschen besser gekommen. Aber nichtsdestotrotz finde ich ihn ganz gut. Ja, gleich mal hochgehen zu Frauchen, mal gucken, was die sagt. Ja, mein neuer Fahrradhelm. Dann sind wir auch mit der Bestellung von Temu durch. Für die Temu-Bestellung, ich werde demnächst nochmal aufgeben. Ich habe da noch ein paar Sachen gesehen. Meine Frau hat was gesehen, die möchte gerne. Gott. Barfußschuhe möchte sie haben. Die sind unten so wie, also da sind die Zehen einzeln, haben eine dünne Sohle und die so, und irgendwie polstert irgendwie, keine Ahnung, ich sehe da nicht durch. Die sollen wohl sehr gut sein für Laufen, also für die Arbeit. Meine Frau ist ja Krankenschwester und die hat jetzt jeder auf der Arbeit und jetzt möchte sie die auch haben. Und hat gefragt, wenn ich nächstes Mal bei Temu bestelle, wie man da bezahlt und so. Und hat gesagt, ne, das kann ich auch nächstes Mal mitbestellen. Wenn ich bestelle, das ist ja nun nicht das Problem, ob sie dann einzeln bestellt oder ob, wenn ich bestelle, dann das halt mitbestelle, ist ihr Hopp wie ihr Sprung. Weil sie würde ja sowieso nur die Schuhe bestellen. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Mehr hat sie jetzt erstmal nicht gesagt. Und für die Große muss ich ja auch noch einen Rucksack bestellen und so. Und die hat sich da schon welche ausgeguckt. Na, mal gucken. So, aber nichtsdestotrotz soll es jetzt gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.